Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland, Zelten mit Feuerherzen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ein Jodelgerüst aufbaut. Ihr seht es bereits im Hintergrund, da steht das Gerüst mit dem Dach. Auf die Seite haben wir verzichtet, weil es uns heute nur darum geht, euch zu zeigen, wie schnell und einfach so ein Gerüst aufzubauen ist. Ich kann es alleine machen. Hilfreich wäre eine zweite Person, die ab und zu mal irgendwo gegenhält. Aber ich zeige es euch hier jetzt, wie es alleine funktioniert. Was ihr dazu braucht für eine 6 Meter Jotte, ist das Set mit 24 Winkel. Davon sind 12 Fußwinkel, die quasi auf den Boden kommen. Und es gibt 12 Kopfwinkel. Dazu braucht ihr 36 Latte. 24 davon mit der Länge von 1,57 Meter. Das sind jeweils die Fußlatte und die Kopflatte. Dann die senkrechte Latte sind von der Länge her davon abhängig, wie hoch ihr die Jotte aufbauen möchtet. Ob ich mit der normalen Seite wende, ob ich sie mit ein bisschen Abstand zum Boden, ob ich sie ganz dicht zum Boden haben möchte, ob ich mit der hohen Seite wende. Je nachdem unterscheidet sich die Lattenlänge. Das Maß selber ist ein Standardmaß, kriegt ihr in jedem Baumarkt mit 24x44 mm und könnt euch die dann auf die entsprechende Länge ablenken. Es empfiehlt sich, keine allzu billige Dachlatte zu verwenden, weil die sehr astig sind und an der Aststelle auch mal Zug drauf kommt und das Ganze dann brechen kann, vor allem wenn dann seitlich mal der Wind drauf drückt. Aber jetzt zeige ich euch, wie es aufgebaut wird. Zuerst geht ihr hin und nehmt die Fußwinkel und die Fußlatte, legt die einfach im Zwölfeck, also quasi im Kreis, letztendlich aus, steckt alles zusammen. Dann ist der erste Schritt schon erledigt, der erste Kranz steht. Zunächst stellt ihr dann die 12 Seitenstangen rein, das geht sehr fix, einfach einmal außen rum und die Stange stecke drin. Dritter Schritt, es kommen die Kopfwinkel drauf, das heißt, ihr steckt auf jede Stange jetzt das entsprechende Kopfteil oben drauf. Und dann wird es etwas kniffliger, da wäre jetzt die zweite Person hilfreich, wenn es darum geht, die Kopflatte entsprechend einzusetzen, weil da rutscht einem manchmal noch mal ein bisschen was auseinander, aber das funktioniert auch. So wie ihr seht. Wenn dann also alle Latte, alle Winkel zusammengesteckt sind, dann steht euer Jodelgerüst schon. Ihr könnt jetzt hingehen und das Dach auslegen. Nehmt da einfach, legt es in die Mitte des Gerüstes rein und fangt dann einfach an einer Ecke fangt an, hängt das Dach oben über die Spitze des Kopfwinkels ein und damit geht er einmal außen rum. Das Dach hängt dann letztendlich, wenn alle Öse drin sind, wie eine Zisterne durch. Zuletzt müsst ihr nur noch hingehen und die Mittelstange einsetzen. Das heißt, in dem Fall verwende ich jetzt einfach der Schnelligkeit halber eine einzelne Stange, stecke sie zusammen, hänge sie oben mit dem Seilkette, Rolle zusammen und ziehen das Ganze hoch. Fertig steht das Jodeldach. Ihr könntet jetzt noch hingehen und die Seitenwände noch entsprechend einhängen, um die Jotte zu schließen. Darauf verzichten wir heute, weil es geht uns ja darum, euch zu zeigen, wie die Jotte mit ihrem Gerüst steht. Und so weit, so gut. Es war schnell erledigt. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuguckt, wenn euch Jodeland Zelte mit Feuer im Herzen den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben kann. Dankeschön und auf Wiedersehen.